Es wird sensationell werden. Das ist komplett geisteskrank. Starke Parade aber auch von Montana Black, von Marcel Neuer. Oh, 3-1. Klingelingeling. Und Eli mit dem ersten starken Trick, den macht er gut. Elias Lerlich. Und das ist das 1-0. Macht noch mal Lärm für das große Finale. We go Eli Gella. Oh, why always me? Ooh. Eli Gella. Like I'm Balotelli. Eli Gella, you're the best man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ooh. Tryna call you Telly. Yeah, yeah, yeah. So, was geht ab, Freunde? Tag 3, es ist 8.45 Uhr ungefähr. Okay, gleich. Melinas, der Wirt, ziemlich geweckt, weil sie unbedingt frühstücken gehen wollte. Kann man auch nicht später machen, oder? Meine Fresse. Wir gehen jetzt auf jeden Fall frühstücken zum ersten Mal in dem Restaurant. Ich halte euch doch mal so auf Laufenden, was heute der Tag, der Plan ist. Wir wollten zum Strand auf jeden Fall mal was Neues, Kappa. Was wollen wir heute nochmal machen? Strand? Na, wir wollten an den anderen Strand oder hier mal an unserem Hotelstrand. Ja. Dann wollten wir Karten kaufen für die Bootstour. Und wir wollten vielleicht zu diesem Faunwald, wenn wir es schaffen, oder in dieses Bergdorf abends. Oh ja. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Da ist auf jeden Fall ein Like da. Kanal abonnieren, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Sag es den Leuten. Abonniert den Kanal, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Insta folgen. Und folgt Edi auf Insta. Was machst du da? Mein scheiß Mückenstich. Oh, wirklich. Der fühlt sich aber nicht gut an. Ich dachte, das ist so ein Entzündeter ist. Lass die rasieren also sehr. Ja. Warte, ich wollte deinen Chat noch was fragen. Leute, geht ihr gerne frühstücken im Hotel oder nicht? Ich freue mich da immer richtig drauf. Ich weiß nicht warum. Alter. Das ist Kuchen, oder? Das ist kein Brot, das ist Kuchen. Ja, ich sag dir, roter Kuchen. Das ist so brownies und das ist so Wirf. Wir wetten uns so drei Eier, wir haben uns auch so irgendwie Spiegeleier machen lassen. Das ist Melinas. Ich muss aber sagen, ich bin echt kein Frühstücksmensch, ne? Nein, das ist voll gesund. Aber ich esse nicht richtiges Essen kann. Ich bin gar kein Frühstücksmensch. Ich hau mir ein paar frische ein, das ist es dann. Könnt ihr mal sagen, was ihr so vom Frühstücken haltet? Ich war jetzt für viele die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja, für mich ist das die unwichtigste. Ich esse ganz oft erst so zum allerersten Mal so 5-6 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Statement zum Frühstück. Das soll ja hier auch für die Nachwelt sein, ne? Falls ihr überlegt, jemand hinzukommen. Hotel, Preis etc. wird alles am letzten Tag genannt. Man kann festhalten, Frühstück ist jetzt nicht der Burner. Aber es gibt so Sachen, die es vielleicht bei anderen Frühstücksbuffets nicht gibt. Es gibt so Avocado, Passion. Ja, ja, das stimmt. Aber trotzdem gut. Da fand ich die letzten Frühstücke bei den anderen Hotels besser. Ist jetzt nicht schlecht, ne? Hier gibt es so Brot, Kuchen. Da macht man sich hier sein Ei. Und jetzt hier Bacon. Das esse ich halt nicht. Tomate mit Käse. Die Bohnen, Eier. Das geht hier. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Dann hier so Wurst und so. Hier so süße Sachen. Marmelade, glaube ich. Und Honig und so getrocknete Sachen. Und hier gibt es Obst. Obst und so eine Sachen. Kuchen. Ja. Ist jetzt nicht geisteskrank. Krass, aber ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ist aber, das kann man sagen, bei dem letzten Mal fand ich es besser. Die letzten Urlaube, das Frühstück. Aber ist solide, dein Einblick, oder? Wie findest du das hier? Was man sich auch selber machen lässt? Ich habe halt keinen Hunger mehr und ich mag diesen Schinken denn nicht. Mm. Das Ei oben drüber war lecker, dieses pochierte Ei. So, wir haben uns jetzt so ein Ding hier geholt. Ich habe da, glaube ich, eine Frauenhose anprobiert. Ich wollte mir eine neue Hose holen, weil ich habe voll viele Hosen zu Hause vergessen. Ich meinte schon zu ihr, das ist safe eine Frauenhose, weil die so viel zu klein war. Und dann stand ich da und habe eine Frauenhose anprobiert. Und die haben mich da ausgelacht. Und dann habe ich so ein Ding geholt. Sowas ist auch Gamechanger. Kann man sich dann aufpumpen und den ganzen Tag da im Pool rumhängen. Melina hat die Karte verloren und ich saß hier 10 Minuten wie falsch gehört. Ich habe noch kurz gequatscht. Ach, und ich sitze hier einfach dann so 10 Minuten? Du bist ja nicht mitgekommen. Mhm. Keine mehr da. Warum hat er nicht Hallo? Warum hat er nicht geantwortet? So, hier gibt es einen Tweet und Daniel. Gibt es eigentlich Beziehungen, die funktionieren, obwohl beide ein völlig
unterschiedlichen Musikgeschmack haben. So, ich kann keine daten, die Taylor Swift hört. Ja, hier fühle ich Melinas Playlist. Ich muss mir hier ganz oft griechische Musik anhören und hasse nicht gesehen. Sag mal, Daniel, das ist das Geheimnis der guten Beziehung, wenn man einen unterschiedlichen Geschmack hat und trotzdem zusammen ist. Ja, ja, genau. Unterschiede ziehen sich an. Melina findet sowas witzig. Findest du viel lustig mit Festhalter, ne? Ich hab mich kaputt gelacht. Findest du lustig mit Festhalter, ne? Gott, den Pokal zerstört, 0 von 2, Superlauf liegt, 0 von 1. Ja, den findest du nicht mehr so lustig, den Superlauf liegt. Ich kenn deinen Superlauf schon. Edin, dein Kanal ist live, obwohl du im Urlaub bist. Mickey, Karin, Jan, Danny. Mein Twitter. Das ist dein Twitter mit deinem Fake-Account? Ja. Wand bemalt, 1 von 1 mit Locher. Ach so, er hat Lacher angemalt. Okay, dass du das lustig findest, Melina. Das ist doch der Grund, warum sie auf mich treten. Dieser Typ hier, Festhalter 69, weißt du, was der mit mir seelisch schon angestellt hat? Der sieht aber auch ein bisschen süß aus. Oh mein Gott. Jetzt ist es confirmed. Jetzt hier einen Shuttle rufen, der uns zum Strand bringt. Und die Leute denken, ich kann kein Englisch, inklusive Melina. Hello. Can we have a shuttle to the beach, please? Yes. Okay, how many minutes? Okay, perfect. You're welcome. Ciao. Alter Schwede. Professionell, echt. Ich hätte gedacht, du bist gut, Engländer, ne? Oder Amerikaner. War wirklich gut. Wir werden jetzt wieder zum Strand gefahren, zu unserem. Wir gehen heute zu unserem Strand, wo wir gestern waren, beim Sonnenuntergang. Weil der sah echt gut aus und wir testen den mal, wenn der schon hier am Start ist. So, wir sind jetzt hier am Pulverstrand. Der Strand sieht cool aus, muss ich sagen. Dafür, dass der auch hier direkt bei uns im Hotel ist, schon sehr nice, meiner Meinung nach. Ich liebe den Sand, der ist so. Sandig. Wir sind hier ausnahmsweise mal am Rumliegen. Wenn wir am Strand sind, dann kann man immer nicht so viel filmen. Ne? Also wir sitzen hier, reden ein bisschen, gehen ab und zu mal ins Wasser. Können wir eigentlich gleich mal machen, wieder filmen. Aber nicht, dass ihr euch wundert. Also hier so am Strand, da wird immer nicht so viel gefilmt. Könnt ihr, glaube ich, aber auch verstehen. Schon wieder ein paar Abonnenten hier getroffen. Und alle sagen immer, die sind übelst höflich alle. Und sagen immer, wir wollen nicht stören. Freunde, wenn ihr mich seht, dann braucht ihr euch wirklich nicht irgendwie schämen oder so, ihr könnt mich gerne nach dem Bild fragen. Ich bin da sehr offen. Ist was anderes als in Deutschland, selbst da mache ich immer Bilder, aber hier ist es ja nicht so überfüllt oder so, ne? Also dort halte ich mich auch gerne mal ein bisschen mit euch. Braucht ihr euch nicht schämen oder so. Kommt gerne her, fragt nach dem Bild. Es wird jetzt ehrenlos. Wir spielen jetzt Skippo. Verlierer muss den anderen alles holen heute, worauf er Bock hat. So Diener-mäßig. Wenn ich sage, hol mir mal hier was zu trinken, dann holst du mir was zu trinken. Da würde ja auch keine Ausnahmen gemacht und diesmal kannst du auch nicht schummeln, weil er ist diesmal achtig drauf. Stimmung ist gerade leicht angeheizt, weil ich einen aufgespielt habe und die Frau sich nicht zu helfen weiß, ne? So ist das halt. Dein Stapel sieht noch ganz schön dick aus. Ja, also bis jetzt, meine lieben Freunde, spiele ich einen auf. Auch durch gutes Gamen, weil ich gute Sachen, wie ich das so ablege und so. Also ich habe jetzt hier einen Skippo und du hast da eine 12, ne? Du hast eine 11 auf der Hand. Dann lege ich eine 11 und eine 12, damit du deins schon mal nicht mehr machen kannst. Ich hoffe, jetzt kommt bei dir eine 12. Eine 10, also alles richtig gemacht. So. Alles super, läuft hier alles sehr gut. Also wir haben abgerochen, die Runde, weil sie 7 Skippos in Folge hatte, weil sie nicht mischen kann. Du kannst nicht verlieren. Du kannst ganz kurz, nicht verlieren. Die Karten waren neu und sie hatte auf ihren Stapel 4 Skippos in Folge und hat hier 5 in Folge gezogen. Ich habe 15 Runden kein Skippo gezogen. Du hast mitgemischt, du hast genauso gemischt. Na, ich habe einen Stapel gemischt, du hast die anderen 2 gemischt. Ich habe gesagt, lass eine Proberunde machen, du wolltest nicht, du meintest, nee, es geht direkt los. Was kann ich dafür, wenn ich den besseren Stapel habe? Ja, nee. Ich habe doch ausgeteilt, 1, 2, 2, 2. Wir können noch mal spielen. Du hast deinen Titel verloren, ich sag's dir ehrlich. Sie hatte, jeder, der Skippo, kennt, weiß, was ich meine. Neue Karten. Warte ganz kurz. Das war Skippo. Du hast abgebrochen. Das war Skippo. Dann war hier wieder Skippo. Nochmal Skippo. Und nochmal Skippo. Und dann hat sie 5-mal gezogen, wovon 4-mal ein Skippo war. Ohne Sinn. Wie soll das gehen? Du bist gequittet, du hast verloren, akzeptiert. Weil das kein faires Spiel ist. Das ist kein faires Spiel gewesen. Einfach schlecht, Pokal nicht verdient. War kein faires Spiel. Quatsch mit Soße. Yes. Jetzt haben wir wieder eine Fanta Limonata hier geholt. Und es war geil. Das Essen, wir haben jetzt so eine Pizza Margarita bestellt. Und das Essen ist sozusagen vom Hotel. Also du musst einfach nur die Nummer ansagen. Wir waren gerade im Wasser, sind jetzt hier mittlerweile seit 2 Stunden sehr gechillter Vibe, oder? Da ist die Pizza, sie hat sich einen Salat geholt. Jetzt wird hier nochmal abgechillt. Ja, oh, währenddessen, so kann man es nicht leben lassen. Der Salat ist sogar richtig gut hier, ne? Das Fühnchen. Super lecker. So, wir sind wieder zurück. Ist so 16 Uhr und ich
Safte hier vor mir hin. Guckt euch das an, wie ich hier meine Meter mache. Also so ein Ding, ne, ist so OP. Für einen schmalen Taler, ich glaube 12 Tacken oder so. Guck mal. Ah, genau, da guckst du blöd, ne? Da guckst du blöd. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ne? Alter, wie schmierig ich aussehe. Dann könnt ihr die auch mal in die Kommentare schreiben. Ich kann nicht alles beantworten, aber so ein bisschen beantworte ich was. Die meistgestellten Fragen sind, wie heißt das Hotel? Das sind eh schon viele. Was mache ich am Ende nochmal? Wie teuer? Interessiert auch viele, wird auch am Ende kommen. Aber vielleicht irgendwelche anderen Fragen. Ich habe gesehen, es sind einfach 45 Grad in Sardinien. 45. Wir wollten da ja erstmal hin, aber das hätte niemals funktioniert, ne? Also bei 45 Grad, bei aller Liebe. Hier sind es 35 und das scheppert schon richtig rein, ne? Also man kann gefühlt so zwischen 13 und 17 Uhr kannst du gar nichts machen. Das scheppert dich völlig weg. Da ist ja auch vieles zu. Und danach wird es halt richtig geil, finde ich. Dann das Wetter so und generell der Vibe, Sonnenuntergang so, sehr geil. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich hier gerade so laber, aber ich dachte mir, ich laber ein bisschen vor mich hin. Delay Sports. Nächstes Thema. Ich werde einmal versuchen, laufen zu gehen oder zweimal. Ich muss mal gucken. Weil ich finde es auch gut, dass die Jungs sich momentan fit machen. Unser erstes Spiel ist am 30. Da sind wir alle nicht da. Da sind wir bei Battle of the Socials. Und falls wir diese Pokalrunde gewinnen, ist die erste richtige Runde Pokal einfach gegen Tasmania. 5. Liga, Oberligist, loslassen. Das ist so der Plan. Ich hoffe auf eine geile Saison. Und unser erstes Spiel ist, glaube ich, irgendwann so am, keine Ahnung wann genau. Ich glaube am 20. oder so. Am 20. oder am 27. oder sowas. Das ist unser erstes Ligaspiel. Wir wissen noch nicht gegen wen und so. Ich hoffe natürlich da auch auf euren Support. Delay Sports mit das geilste Projekt. Momentan bei mir so, finde ich persönlich. Ich hoffe, dass ihr uns wieder so supportet. Ich habe Sidney jetzt Hausaufgabe gegeben. 30 Score. Ich mache ein bisschen labern. 30 Scorer-Punkte soll der Mann machen. Und er hat mir gesagt, ich soll 20 machen. Aber gucken, ob wir es hinkriegen. Oh mein Gott. Du machst ein Video dann. Korrekt? Mach da mal Musik drüber. So eine sexy Musik. Mit Pupsgeräusch. Digga, bitte guckt euch das an. Sardinien-Wetter. Wir wollten ja erstmal nach Sardinien. Sonntag 42 Grad, Montag 45 Grad, Dienstag 41 Grad. 38, 37 heute. Also das ist ja völlig krank. Das schallert ja komplett 45 Grad in Sardinien. Wir wollten da erstmal hin. Eigentlich war alles ready. Nur wir haben kein richtiges Hotel gefunden, was uns so voll überzeugt hat. Aber eigentlich ist Italien geil. So geiles Land, geiles Essen, geiles Wetter. Aber 45 Grad, das ist ja völlig krass. Also, erklär den Plan. Bevor ich den Plan erkläre, welche Tasche passt besser, Leute? Entweder die oder die. Oh Gott. Was sagst du? Die da. Echt? Mhm. Die? Obwohl. Nee, ja, ich glaube, die. Von den Farben passt die besser, aber das ist eher so meine Strand- und Chillertasche. Melina, das interessiert die Zuschauer nicht. Jetzt sag den Plan. Also der Plan für jetzt ist, wir fahren ins Bergdorf Siak, gehen da in ein Restaurant, was uns von der Kellnerin, die ich hier kennengelernt habe, empfohlen wurde. Spazieren da ein bisschen und später ist hier im Hotel Cocktailparty. Da saufen wir uns zu, oder was? Wollen wir dann auch hingehen? Oder warte, wie heißt die Party? Ich gucke. Da saufen wir uns zu. Meine lieben Freunde. Morgen, was ist morgen nochmal? Morgen wollen wir irgendwas. Es heißt Sunset Cocktail Party. Ach so, die geht schon um 19:30 los. Bis wann geht die? Keine Ahnung. Hoffentlich Open End. Morgen ist unser Plan. Wir wollten entweder zum Aigo Stephanos Strand. Da kann man dann so ein Tretboot mieten und rüber zu dieser kleinen Insel. Weiß nicht. Und hochklettern und so. Mit einem Tretboot, ist cool. Oder wir gehen in diesen Dido Wasserpark mit den Wasserrutschen. Auf dem Rückweg vom Strand wollten wir dann zum Faunwald. Die Lage abchecken und abends dann essen. In der Stadt und für Eli Hosen shoppen, weil er keine Hosen mehr hat. Ich habe keine Hosen. Alter, ich habe so ein... Ich bin rot, oder? Ich bin schon ein bisschen rot. Ich bin auch voll rot. Guck mal hier. An dem Arm und braun oder bist es mehr braun? Nein, bin ich richtig rot. Ich bin übrigens auch ein Fan von den Elevate Poloshirts mäßig. Na gut, lass knacken, passt. Kann ich dir jetzt noch einen Tipp geben? Mädels, kauft euch so ein Selfie-Stativ. Das ist richtig cool. Ich konnte damit gerade richtig schöne Bilder machen. Ohne Edis Hilfe. Ja, Mann. Und an die Jungs, holt euch das Elevate-Shirt. Für den Sommer cool. Diesen Bergding da? Bergdorf, ja. Wir gehen da in einem Restaurant, da gehen wir morgen wieder hin, in dieses ganz berühmte Restaurant, aber heute so das, was dir empfohlen wurde. Wir gehen da vielleicht so ein bisschen, wir gucken was uns. Was mir empfohlen wurde, genau. Ne? Ja. Wir gucken uns da alles an und spazieren ein bisschen, oder? Ja.
Und jetzt sind wir auf diesem Berg-Dings da. Ich hab geparkt wie ein Wichser. Aber was soll ich machen? Das geht nicht anders. Ich glaub, aus Berlin. Für Verhältnisse ist das gut. Okay, für Berliner sogar auch. Melina sagt, ich hab's nicht verstanden. Sie sagt, stell dich in die Mitte. Ich so, wie in die Mitte? Na, einfach hier. Sie sagt, ich soll hier in die Mitte mich stellen. Schatten ist, kann man sich hinstellen. Ja, das ist ja noch schlimmer als das da. Nein, das muss der Erste machen und dann stellt sich der Nächste dahinter. Hier sind extrem viele Leute, also so im Vergleich zu den anderen Spots. Extrem viele Leute. Sieht aber schön hier aus, finde ich. Mit den Bergen und sowas. Also ohne Witz, so für Beziehungen und so. Da sind diese Vlogs hier top. Oder wenn ihr mal irgendwie überlegt, was ihr so machen wollt. So, und jetzt ist es confirmed, der wahre Grund, warum wir in Kurs sind. Oder auf Kurs. Melina wird selbstständig. Sie macht ihren eigenen Laden auf. Guck mal, ich frage mich, ob sowas läuft. Doch, boah, warte stimmt, mal, ich habe übelst Durst. Hier spricht mir sowas hier. Ein Drink. Es geht hier schon wieder einen Berg hoch, das ist der Wahnsinn. Und ich denke, ich bin irgendwo in einem Dschungel. Guck mal, wie laut ist das? Wir sind da. Nach ungefähr 15 Minuten, 10 Minuten hochlaufen. Ich hoffe, es lohnt sich. Sunset Balkon Taverna. So soll das dann aussehen. Bin schon mal gespannt. So, wir sind jetzt da. Aussicht ist total. Während dem Essen. Dann guckst du hier so runter. Der Laden ist aber sehr, sehr voll. Wir sind hier. Und hier sind schon die ersten türkischen Inseln, oder? Nee, ich glaube, das ist sogar Festland. Emicik? Ja, auf jeden Fall sind wir ganz schön nah an der Türkei. Das heißt, hinter diesen Bergen sozusagen kommt die Türkei. Adelante. Wir machen da jetzt alle Videos von dem Sonnenuntergang. Es gibt immer so eine bestimmte Uhrzeit, da knallt die auch nicht so. Also ich kann mit meinem Auge einfach in die Sonne gucken. Ich verstehe gar nicht, wie das möglich ist. Hier immer noch sehr geile Aussicht. Sehr traditioneller Laden, also bis jetzt. Ich habe hier auch so eine Homemade Limo. Die ist sehr lecker. Also kommt ihr hin, jetzt schon eine Empfehlung, alleine so fürs Feeling. Voll fake aus, finde ich. Wie so ein Ball, der da drin ist. Guck mal, ich habe jetzt live hier einen Sonnenuntergang. Hier kommt unser Essen. Guck mal, es sieht aus wie so ein Videospiel, finde ich. Ey, können wir doch nicht sagen, dass es nicht aussieht wie künstlich hinzugefügt. Als wenn da so ein Ball ist, der künstlich hinzugefügt wurde. An die Astrophysiker, wieso kann ich da so einfach reingucken? Wieso kann ich da einfach reingucken, ohne geblendet zu werden? Alter, guck mal, ich hab das zum ersten Mal drauf. Ja. Du machst, glaube ich, von allen Leuten gerade ein Video. Die ganze Zeit sagt, guck mal, ich kann da reingucken. Ja, ich kann da auch reingucken. Wie ist das möglich? Der ist gleich unten. Und dann habt ihr zum ersten Mal live und fand ich es auch voll gut, dass ich so. Das ist so live mitverfolgt. Guck mal hier, Uncut. Ja, ich sag doch, als wenn das jemand gemalt hätte. Das ist voll fake. Das ist aber kein Fake. Das sieht richtig perfekt aus. Das ist aber kein Fake. Ja, das ist der Grober. Ich will ja nicht immer meckern, ne? Aber ich will hier eine richtige Review haben für die Nachwelt, falls sie hinkommen. Bis jetzt hat mich das Essen in Kurs, auf Kurs, noch nicht richtig umgehauen, muss ich wirklich sagen. Hier fetter Fono auch wieder nicht, also du machst tausendmal besseres als das. Meine Eltern hatten aber auch 30 Jahre ein Restaurant. Wir haben ja, in Berlin, wenn wir ins griechische Restaurant gehen, schmeckt es auch besser. Wir haben dieses Rezept perfektioniert. Das Tzatziki ist ganz gut, aber ich sag ehrlich, ich mach den besseres. Ohne zu übertreiben. Weißt du noch, bei meiner bei dieser Streaming-Woche, als ich das gemacht habe, meins ist gut. Hier ist, ja, das ist nicht so... Ich mag aber, dass da so viel Gurke drin ist. Ja, also bis jetzt... Der erste Abend, der war gut, fand ich, vom Essen her. Der, wo wir gestern waren, fand ich nicht so gut, muss ich wirklich sagen. 6,5 haben wir gegeben. Und hier ist halt die Aussicht krass, ne? Ihr müsst auf jeden Fall wegen der Aussicht kommen. Aber Vorspeisen bis jetzt, wir haben eigentlich auch noch so Garnelen bestellt gleich. Aber das ist es bis jetzt nicht. Ich find's nicht schlecht. Ja, ist okay. Ist so cool, kann man 6,5. 6,5 bis 6. Ich habe Lammkoteletts bestellt. Wir haben so ein paar Garnelen. Und hier hat so, keine Ahnung. Gekochtes Fleisch. Boah, was lecker. Fleisch. Ja? Richtig zart. Also. Statement. War lecker. Meins war lecker, aber habe ich jetzt auch nicht komplett umgehauen. Rippchen kriegen von mir eine 7. Eine 7 von 10. Garnelen fand ich nicht so gut. 6. Aber deins sollte ja gut gewesen sein. Meins war wirklich lecker. Das war so die Empfehlung vom Chef. Haus. Ja, das ist so ein gekochtes. Das wurde so ganz lange in so einem Topf gekocht. Aber der Laden ist auch preiswert, das ist alles nicht ganz so teuer. Also in Berlin würdest du so für Lammkoteletts locker 20, 25 Euro kosten. Ich meine, die haben hier 13, 14 gekostet. Im Vergleich ist es, glaube ich, günstiger. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert, meine lieben Freunde. Guckt euch das mal hier an. Wie cool das hier immer noch aussieht. Ja, genau, es gibt hier viele gute Restaurants anscheinend. Das ist so der Spot. Wir werden nachher auch ein bisschen rumlaufen. Der Laden kriegt von mir eine 7 von 10. Der Ausblick ist es halt. Und das Essen ist okay. Fragen wir uns gerade, wenn man so einen Zahnstocher volle Kanne in die Hand von jemandem haut. Zum Beispiel, ja. Ich kann es jetzt. Geh mal. Eli, was? Nein.
Nein. Würde das funktionieren? Könnte man damit jemandem so einen Stich geben? Oh mein Gott, wie rot ist dein Bauch? Ja, aber Alter, ist mein Bauch rot. Lass es mal. Nee, das geht nicht, guck mal. Aber ich habe auch Bauchmuskeln. Der ist abgebrochen. Krass. So, wir laufen jetzt ein bisschen rum und durch. Ich mag das Dorf hier. Was? Pupsen. Wir laufen hier noch durch die Gegend. Auf Lux. Und gleich da unten, ich glaube, da ist ein bisschen mehr los. Oh mein Gott, was? Hast du das gerade gesehen? Ich weiß nicht, ja. Das war gerade voll die fette Rücken. Der Maus. Oh. Hör auf damit. Mann, jetzt entspann dich mal. Du bist hier mit Eli Jello, Mann. Ja, das ist ja den mein Problem. Den Game of the Year. Das ist ja gar kein Film. Ich laufe ganz normal, hä? Er ist anders gelaufen vorhin. Denk nochmal, manchmal laufe ich so ein bisschen hin, aber ich laufe ja nicht so hin. Du hast eigentlich den ersten Fleck, aber. Wir schlendern jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. So, was haben wir denn hier? Oh, stark. Super Marke. Bin der Botschafter. Sollen wir das denn mal sagen? Nehme ich mit. Kann ich das hier mit meiner Adidas-Karte zahlen? Ich glaube, die denkt, ich bin hängen geblieben, ne? Alter, ich muss hier was machen. Okay, gut. An die, die hier hin möchten, kommt auf jeden Fall rauf. Ist sehr cool. Sind hier gerade noch so eine halbe Stunde durch die Gegend gelaufen. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Geht ein bisschen berghoch, aber ich fand's cool. Wie fandest du's? Ich fand's auch cool. Hat Spaß gemacht. Hatte so ein bisschen diesen Flair. Hatte so wirklich ein bisschen den Flair. Wir fahren, es ist jetzt 23.30 Uhr ungefähr, 23 Uhr. Wir fahren jetzt zurück zum Hotel. Alter, Melina hatte sogar recht. Wirklich schlau. Ich hab's dir gesagt. Die parken hier wirklich in der Mitte. Hier rechts, Mitte. So was würde in Deutschland gar nicht gehen. Doch, das ist doch so ein Riesenkackplatz. Ja, in Deutschland geht das nicht, du weißt doch. Ich habe hier auch echt viele Abonnenten wieder getroffen. Ich finde es immer voll lustig, wie die sich freuen, wenn die mich sehen. Gerade haben wir jemanden getroffen, der hat mich hier anscheinend richtig gesucht. Ne? Also, der war gerade froh, dass er mich gefunden hat. Aber, wie gesagt, ich mache gerne Bilder mit ich euch. Ich liebe die Mamis immer. Ja, die Mamis. Die so supportive sind. Sydney und Willi mögen auch die Mamis. Okay, Leute, guckt euch mal Elis Rücken an, der ist einfach knallrot. Toll? Ja, du hast ja den Sonnenbrand. Das ist gar nicht gut. Da, wir sind, wo wir sind. Lena heute. Einen. Der, Helwa. Wir sind jetzt hier in so einer Hotelnacht. Keine Ahnung. Ich bin das erste Mal bei so einer Hotelanimation. Ich habe das noch nie gesehen. So, Freunde, wir sind jetzt im Bett. Das war's vom Stream. Vom Stream, perfekt. Vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da. Morgen geht's weiter. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Uns hat der Tag sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich wieder, dass wir euch unterhalten konnten. Das ist so der Sinn des Ganzen. Das sind eher so gechilltere Vlogs, aber ich habe die Resonanz gesehen. Kommt sehr, sehr gut an. Kuss geht raus dafür, dass der chillige Vibe auch so rüberkommt. Morgen oder übermorgen gibt es das nächste Video. Kuss geht raus. Bis morgen. Nächster Tag. Denkst du, ich kann es nicht aushalten? Sie sagt, sie lässt es so lange klingeln, bis ich aufstehe. Als die Rechnung aber nicht mit Jello gemacht. Das Spiel habe ich schon damals mit meinem Vater durchgespielt, wenn ich morgens zur Schule aufstehen sollte. Ich habe es gedribbelt, ich habe kein Problem damit. Zum heutigen Tag, wir gehen jetzt frühstücken. Dann gehen wir zum Pool, dann gehen wir zum Strand. Der wurde uns hier empfohlen, da fahren wir wieder hin. Aha, und wer hat es gerade geschafft? Ich mal wieder. Ja, weil und dann, ich dachte, ist doch blöd für deine Zuschauer, wenn mein Wecker klingelt. Und dann gehen wir in den Faunwald. Was ist das? Das ist so ein Wald, da sind so... Und da soll es schön sein mit Restaurants und so. Nein, wir gehen nicht da essen, wir gehen in einem anderen Ort. Ja, okay. Ihr werdet diesmal zwei Tage sehen, habe ich euch ja gesagt. Also gestern das Video kam nicht. Ja, gestern und heute eigentlich. Ja, wir machen immer so ein Video, dann zwei Tage und dann wieder eins. Je nachdem, was wir ja genau, was wir so machen auch. Aber so jeden Tag ein Vlog war auch, ist gar nicht mehr. Da müsste ich hier echt immer alles filmen. Deswegen machen wir das so. Ist aber, glaube ich, auch ganz cool. Dann geht der heute wahrscheinlich länger. Boah, film nicht viel. Klassiker Frühstück, ein paar Spiegeleier, Togo Croissant, Kroketten, Brötchen und Obst. So, hier wurde mir gerade was erzählt. Ich bin enttäuscht von meinem Mod. Du hast gesagt, dass die Leute dich, also wenn ich dich banne, dann entbannen dich manchmal Mods. Wer ist der Übeltäter? Das sind keine Mods, das sind meine Bres. Wer sind die Übeltäter? Verschiedene, darf ich jetzt nicht verraten. Du hast mehrere Leute, die hinter meinem Rücken arbeiten. Ich darf den jetzt nicht in den Rücken. Eldos. Das ist die Geheimagenten-Mod-Gruppe. Eldos Korei, die Wichser. Ihr Wichser, ihr arbeitet für mich, nicht für sie. Wenn du einen Bann nämlich im Chat kassierst, dann wird es nicht ohne Grund gewesen sein. Verstehst du das? Leider schon bei dir. Doch, das wird einen Grund gegeben haben. Und dann musst du mit der Schande leben. So, heute ist Samstag und ich kann nicht abschalten. Ja, sorry.
Delay Sports Freundschaftsspiel. Wir spielen gegen den Bezirksligisten Adler. Die wollen aber irgendwie aufsteigen in die Landesliga. Die haben irgendwie ein paar von Blau-Weiß bekommen, wegen irgendeiner Kooperation anscheinend. Also die werden heute ganz gut sein. Bei uns fehlen echt viele, aber wir haben trotzdem ein sehr gutes Team. Das ist die Aufstellung. Wir rotieren noch so ein bisschen. Wir lassen jeden mal in der Vorbereitung spielen. Der soll sich da beweisen. Es fehlen 4, 5, 6, 7 Spieler ungefähr. Aber ich erwarte von den Jungs, dass sie sich trotzdem straffen und da ihr Ding machen. Hier mit Andi bin ich schon im Austausch. Da geht's schon ab. Digga, dieses Paris Mbappé Real Madrid Thema, ne? Ich kann das nicht mehr. Kylian, wechsel zu Real. Geh den Leuten nicht auf den Sack. Werd deine Legende. Du würdest da alles zerreißen, was es gibt. Du würdest da 8, 9 Jahre zocken. Würdest da ein richtiges Exempel aufstellen. Und dann ist gut. Du hast doch deine ganzen Millionen schon verdient bei Paris. Und es ist nicht so, dass du da einen Hungerlohn spielst bei Real. Wechsel zu Real Madrid. Die Fußballwelt will es. Oder zu Delay. Alter, ich finde das so geisteskrank. Guck mal hier. Jamal Musiala, 3,2 Millionen. Ich war gerade ein bisschen auf Kylians Insta unterwegs, um ein bisschen zu gucken. Dann habe ich gesehen, dass der Mann Kylian ein Bild mit seinem Bro gepostet hat. Und sein Bro hat einfach 3 Millionen Follower. Ich glaube, der hat noch nicht mal einen Profi-Einsatz. Überleg mal, wenn du der Bruder von Mbappé bist, hast du 3 Millionen Follower. Du hast noch nicht mal einen Profi-Einsatz. Und fucking Musiala, ja, vergleich das Ding mal. Das ist so krass. Ethan Mbappé. Wenn man der Bruder von Mbappé ist, ist man einfach durch. Das war einfach automatisch Leben durchgespielt. Das ist voll krass. Hör doch mal auf, jetzt mal ehrlich, bist du auf Toilette? Edi, es nervt wirklich langsam. Es ist eklig. Geh auf Klo. So Leute, wir machen jetzt ein bisschen Beauty Day mit Eli und ich darf ihm jetzt die Augenbrauen zupfen. Ich freue mich schon. Und Eli, wie fühlst du dich? Ich freue mich auch. Fühlst du dich super? Mhm. Wir suchen gerade Sonnencreme, da habe ich in den Koffer geguckt und ich habe gefunden, mein Fortnite-T-Shirt. Hast du es versteckt, dass ich es nicht mehr anziehe? Ne? Ich habe es nicht versteckt, ich habe es nur weggeräumt. In deinem Koffer unter deinen ganzen Klamotten? Ja. Das wird nochmal angezogen. So, nein. Das lasse ich mir nicht nehmen. Wir fahren uns jetzt zu einem Strand. Wie heißt der? Ayo Stephanos. Ayo Stephanos. Wir sagen euch dann, wie der ist. Ihr werdet ja sehen, wie er ist. Heute wieder Strand. Das ist der Strand, wo man mit dem Tretboot rüberfahren kann, auf diese kleine Insel. Ich wollte das auch, weil das habe ich rasiert. Ja, das ist so, wir sind jetzt da. Das ist ein größerer Strand. Es gibt einmal hier so eine Hälfte und einmal da. Sieht aber sehr gechillt aus. Mit dem Ding da, da kann man auch rüberschwimmen. Aber nicht mit Jello. Ich schwimme da garantiert nicht drüber. Und da hinten soll es aber irgendwie, weiß ich nicht. Und dann geht es hier so. Hier gibt es Liegen. So, sieht schon geil aus. Hier, ich zeige euch mal die andere Seite. Das geht halt hier einmal so komplett rüber. Da kann man längs auch so rüber. Am Baum chillen. So, hier kann man auch so irgendwie hoch. Ja, völlig verrückter Spot hier auch für Bilder, ja, der Klassiker. Der Freund macht Bilder von der Freundin, wer kennt's nicht? Und hier haben wir dann hier nochmal so einen besseren Überblick. Leute, schaut mal, wie schön das Wasser hier ist. Das ist so klar. Und man kann rüber zu der Insel mit dem Tretboot. So, ich weiß nicht, was Edi da macht, aber er tut so, als würde er jetzt hier irgendwie joggen. Dabei ist er gerade erst genau hier losgelaufen und jetzt läuft er auch schon wieder zurück. Ja, alles fake hier. Wir mieten uns jetzt hier so ein Tretboot mit Rutsche und machen ein paar Meter. Hier ist alles voll, ne? Falls ihr hinkommt, hier alle liegen so fast belegt. Das Ding heißt Crazy Shark Water Sport. Weiß ich nicht, ob es der Name ist, um ehrlich zu sein. Stip? What is Stip? Stip. It's like that. Mm-hmm. And the spot? The spot? We're here. It's this is the spot? There and there. You will see it. It's the spot. Yes? Okay. It's this one and this one. Okay. But it's in a polyamory zone. Und jetzt so ein Ding gehen auf so einer Insel rüber. Okay. So, das ist unser Auto. Damit mache ich jetzt Meter. Ich habe es noch nie gemacht. Wir haben so eine coole Rutsche, damit werden wir auch reinsetzen. Ich sehe übrigens so hier aus. Ich habe mich nicht lumpen lassen und habe eine Rettungsweste. Man weiß ja nie. Leute, erstens, Eli wollte unbedingt eine Schwimmweste haben. Ja, zur und Sicherheit. Zweitens, er sagt zu mir, fahr du mal vorwärts und ich mal rückwärts. Ja, weil damit wir den Wagen lenken müssen. Oh mein Gott, Eli, es geht nicht, wenn ich rückwärts mache. Mach mal rückwärts. Es geht nicht, wir müssen entweder beide. Mach mal geradeaus, mach mal geradeaus. Wir müssen entweder beide. Ja, das geht wirklich. Wir haben hier ein Lenkrad zum Lenken. Okay, dann machen wir jetzt wieder nach vorne. Juhu! Wir fahren jetzt nach in der kleinen Insel. Wir sind zum ersten Mal zusammen Tretboot fahren. Bisschen romantisch. Macht Meter. Ja, dann fahr doch, ich mache hier gerade gefühlt alles. Ja, mal rein da. Die Oberschenkel müssen brennen, Milena.
Die Überschall, die müssen brennen. Alles für den Dream. Kreisliga B, Aufstieg in die Kreisliga A. Das muss hier brennen. So, Edi macht uns jetzt hier an. Willst du wieder rauf? Hallo, how are you? I am under the water. So, wir sind fest, wir haben es hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. Ja, weil ich richtig getreten habe. Wir sind irgendwo hier. Ja, aber da sind so viele Leute auch. Und das ist so tief, nicht tief. Flach. Und genau hier springe ich durch. Wer weiß, was hier drin ist. Hier, was ist? So, ich muss auch sagen, so eine Musikbox, ne? Von JBL, ich sag's so wie es ist, ist zwar auch mein Partner, aber unbezahlte Werbung jetzt hier. Absoluter Must-Have im Urlaub. Was? Ihr hört da Musik auf dem Tretboot. Genießt das Leben. Macht euer Ding. JBL, Macher. Wir haben dem Mann seinen Donut geholt. Er hat seinen Donut. Der Arme. No problem, mate. Es ist 15 Minuten den Ding geführt. Okay, 15 weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ganz schön lange hinterher gefahren. How long do you try that you come back? What? How long do you try that you come back? Bro, what are you talking about, man? Und weg ist er. Der Arme, der ist erstmal völlig aus der Puste. Okay, Freunde, wir haben jetzt unser Tempo zurückgegeben. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber man verbrennt da drauf, ne? Wir waren da jetzt so 2 Stunden, 2,5 Stunden in der prallen Sonne, weil da gibt es nicht wirklich Schattenpunkte. Aber wenn ihr hier seid, wie hieß es? Crazy Shark. Macht es, wir haben 30 Euro bezahlt für 2 Stunden. Aber ist wirklich geil. Also der Strand an sich, da könnt ihr auch hin, aber macht es mit diesem Tretboot. Und man kann sogar Jetski fahren und diese anderen Sachen, diese Wasserdinger. Also das ist eine Empfehlung. Man kann fahren zur Insel und dann sein Tretboot an diesen Bojen machen und dann ist eine Empfehlung, kommt ihr hin, macht es, ist cool. Und hier haben wir es wieder. Mineralwater 05. 50 Cent. Ich finde das so cool, ne? Das würde es woanders wahrscheinlich nicht geben. Mineralwater 1, ja, hier kracht es dann. 1,50 Euro. Aber dass man hier für 50 Cent so ein Wasser bekommt, finde ich sehr nice. Aber ein Orangensaft für 4 Euro knallt auch. Aber wir konzentrieren uns auf dem hier. So, wir sind jetzt zu einem Restaurant gefahren. Wurde uns hier auch empfohlen. Ist 10 Minuten vom Strand weg. So sieht es hier aus. Wie heißt es nochmal? Milotopi? Milotopi, guck mal, da steht es auch nochmal. Ah ja. Melodopi. 10 Minuten von hier soll eine Empfehlung sein. Es ist jetzt so 16:30, 17 Uhr. Ich glaube, zum Sonnenuntergang knallt es hier rein. Aber wir haben jetzt schon Hunger und wir wollen nachher in der Stadt nochmal essen gehen. Deswegen essen wir jetzt hier, fahren dann zum Hotel, dann anscheinend in so einem kleinen Wald und dann zu noch einem Restaurant. Das ist so der Plan. Aber wenn ihr hier seid, dient ja auch der Nachwelt, dass das hier Leute nachmachen. Geht zum Strand und dann hier maybe hin abends. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Restaurant. Wir sind jetzt hier. Hier ist echt schön. So ein schönes Plätzchen. Und ist auch anscheinend abends immer voll. Hier so mit so Kunstrasen. Rasen? Weiß ich nicht. Rasen sogar. Sehr chill. Sehr gechilltes Ambiente. Jetzt lasst mich einmal ein gutes Restaurant hier. Ich sag's immer wieder, es ist OP. Wenn du bestellst, ich sage, die machen es dann besser. Ich glaube nicht. Doch, griechisch. Da unten bei diesem Bootsverleih 10 Euro gespart. Warum? Weil du auf einmal angefangen hast, Griechisch zu babbeln. Der war aber auch nett, wir haben uns ja unterhalten vorher. Ja, der eine meinte 40 Euro, so ein, der mit uns Englisch geredet hat. Und dann hat sie mit einem griechischen Bootsverleihtypen da geredet, auf einmal 30 Euro. Was ist das? Und hier ist es auch so, die machen das Essen besser. So, eigentlich ist das nicht so Abzocke, weil an anderen Orten haben wir es ja auch gesehen, da haben die den gleichen Preis genommen. Mhm. Ich habe Linguine mit so Schrimp und wir haben Muscheln und so eine Vorspeise. Was hast denn du eigentlich genommen? Ich habe so gedrehte Nudeln mit Hähnchen und Pilzen. Okay. Und Vorspeise haben wir Muscheln und Bolognese. Ja, genau. Zucchini-Bällchen, die sind so geil. Ich kenne die. Da wird so die Zucchini gerieben und mit Feta-Käse gemischt und mit Mehl. Und dann sind es wie so kleine Buletten, aber aus Zucchini. Das ist nicht so klein. Ja, doof. Das ist riesig. Und nur damit ich es hier nicht vergesse, Jungs. 3-0 gegen Adler Berlin, Bezirksligist. 2 Ligen über uns. Bin ich stolz drauf. Wir spielen sogar mit einer echt geschwächten Truppe sozusagen. Fehlen echt viele. Aber da sieht man mal, wir haben echt guten, breiten Kader. Die sind in der Bezirksliga. Und nicht denken, dass ich das hier nicht mitbekomme. Timo, getroffen. Sehr gut. Sydney Vorlage. Ich mag das. Julius 2. Tor. Abdul 1. Tor. Bilo hat, glaube ich, Vorlage gemacht. 1. Tor. Übrigens, ich lasse mir die kompletten 90 Minuten schicken von Niki. Und dann gibt es einen verrückten Anruf aus Kurs auf Kurs. Sucht es euch aus. Und dann werde ich das ganze Ding mit Andi nochmal durchgehen. Weil es wichtig ist. Für den Verein. Das ist es jetzt. Oh, das sieht sehr gut aus. Muscheln sehen top aus.
Und die sehen auch gut aus, sind so Zucchini-Bäschchen. Aber die sind voll groß, ne? Ich dachte, das wäre kleiner und weniger. Hab dir gesagt, sind riesig. Die sind richtig geil. Die müsst ihr holen. Diese Zucchini-Bäschchen, wirklich top. Muscheln sind auch lecker. Aber nicht so gut wie beim ersten Laden, ne? Aber auch sehr gut. Die beiden Sachen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ich glaube, wir haben hier einen Macherladen erwischt. Lass mal noch auf die Hauptspeise warten. Ja, aber auch so das Ambiente. Also hier ja, wir drauf, müssen euch das mal zeigen. Mittagssonne ist. Vielleicht wird uns aber später. Ich glaube, der ist abends hier richtig voll. Auch mit dem Ausblick und so. Hm. Vielleicht wird uns später auch noch diese alte Windmühle gezeigt. Vielleicht also, zumindest auch. Kommt auf jeden Fall hierher. Ist sehr schön, ja. Ich habe mir jetzt hier Nudeln noch bestellt. Die sehen echt gut aus. Linguine. Aber in Griechenland kocht man die Nudeln voll lange, finde ich. Also oft, ich habe noch nicht probiert, aber letztes Jahr war es auf jeden Fall so. Dann sind die so ein bisschen weich. Ja, ja. Du hast dir so Nudeln. Nudeln mit Pilzen und so. Das sind so eine gedrehten Nudeln. Die sind voll geil. Mhm. Oha, ne, ja. So. Und ich sag's dir, wir haben das jetzt hier umsonst bekommen, weil du mit den Griechisch redest. Nein, weil der eine, der hier arbeitet, ja, ist ein Freund von meiner Cousine aus Griechenland. Weil du mit den Griechisch redest. Nein. Ich sag's so, wie es ist. Geht ihr hin, redet Griechisch. So, und Melina hat irgendwie eine Connection spielen lassen. Wir kriegen jetzt so eine... Was kriegen wir? Also was passiert jetzt? Sie zeigt uns jetzt ein bisschen hier den Ort. Sie zeigt uns hier den Ort mit einer Windmühle. Es ist historisch. Zweiten Weltkrieg überstanden? Ja. Okay, krass. Italien. Also Italiener haben das damals gebaut. Ah, okay. Hast du eine Gabel? Warum hat er eine Gabel? Oh. Ach, das waren die? Ja, wie die hier gewohnt haben. War interessant. Hm. Cool. As you can see in there are a lot of photos of other windmills. You can see here was the windmill in Chios. Ich bekomme hier gerade einen Anruf von Fritte während des ganzen Ding hier. Ich rufe dich gleich an. Schick mir eine Windmühle. Ich guck mir gerade eine Windmühle an. Ich guck mir eine Windmühle an. Geil. Ja, ich komm. Schick mir mindestens zwei Minuten Meme überspielt. Ich guck mir nachher die ganzen 90 Minuten. Da kannst du gleich gegenfragen. Ja, soll ich, interessiert dich irgendwas? You can see some of the seeds that they used to make the flour with. Daraus machen sie das Mehl. Da oben. Ah, hier, Mehl. Warum guckt ihr denn so? Mehl. She shocked it. And then here you can see the big wheel. Hier ist Mehl. You can see the big wheel, as we say. For all of that, there was a big process. Ich ruf dich gleich an. Ich bin jetzt hier auf der Mühle. Ich bin ein Phantom auf der Mühle. So sieht es von hier oben aus. Melina interessiert halt immer sowas. Gucken wir uns ein bisschen was an. Ja. Ja, ja. Hier ist wieder ein Esel. Zwei von zwei Esel tritt. Sie hat uns gerade erzählt, dass Esel hier sehr beliebt sind, weil die viel machen auch für die Arbeit und der sein Opa oder so hat hier geholfen damals mit der Burg. Du hast einen Macher-Opa, das sag ich dir. Ich fühle mich auch irgendwie so verbunden zu Eseln seit dem neuesten. Der Esel heißt Melina. Der Esel heißt Melina? Ja, ich sag doch, ich fühle mich verbunden. Ja, aber Esel sind cool. Esel sind cool. Das ist ein bisschen mit der Fackel angry. Danke. Danke, das ist ein kleiner, stinkiger Esel. Ja. You look sweeter than here. Kann das sein. Ein Esel, der darf nicht mehr vor Schienbein treten. Fühlt er sich besser. Merlauf, kurzes Fazit. War echt toll. War wirklich, ja. Es wurde gerade auch noch die traditionelle alte Windmühle gezeigt. Wir haben gesehen, wie die Leute hier früher gelebt haben. Wir haben den alten Ofen gesehen, wie die auch ihre Lebensmittel gekühlt haben. War echt interessant. Und ich fand es total süß, dass da oben noch ein Esel war, aber der war ein bisschen eng. Also, kommt hier auf jeden Fall hin, ist eine Empfehlung. Wie heißt der Strand für die Leute? Immer noch Hagia Stephanos. Hagia Stephanos und das Ding heißt hier Milotopi. Milotopi Stefo. Wie war die Lake Call? Machen wir gerade Spielanalyse. Ja? Zwei Lupfertore, war zweimal so durchgesteckt. Ich gucke mir die 90 Minuten gleich an. Zweimal durchgesteckt und dann so Chipper drüber, da oder was? Ich guck die 90 Minuten gleich an.
Ja. Kilo ja. Hat er LM gespielt oder war er wieder Mittelfeld? Zehner. Links. Ja. So Leute, ich bin bereit zum Losgehen, angezogen, fertig. Und Eli guckt sich hier den Fußball-Vlog, wollte ich sagen, das Fußballvideo an. Delay Sports, zeig mal deine erste Brust. Halbzeit. Wenn ihr mich mal gefragt habt, wie Real Life Mr. Krabs aussieht, hier ist er. Ich habe mich aber eingecremt, ohne Sinn, ich habe mich dreimal eingecremt. Aber Krabby, die Sonne, Krabby Geli. Die Sonne ist hier echt krass, ne? Die Sonne knallt hier rein. The sun is so strong, baby. Kennst du den Clip? Nee. Oh, okay. Dann egal. Ich gucke mir jetzt hier auf jeden Fall was an. 90 Minuten will ich sehen, wer hier wie gespielt hat. Nicht nur die Highlights. Warte mal, du guckst dir das jetzt 90 Minuten an? Nein, also bis du fertig bist. So Leute, ich bin bereit zum Losgehen. Angezogen, fertig. Mich interessiert nicht nur, wer die Tore gemacht hat und wer gute Chancen hatte, sondern hier, wer holt sich den Ball ab? Wer holt sich den Ball ab? Julius holt sich den Ball ab. Schön. Was gibt's jetzt für einen Ball? Das ist alles in den Highlights nämlich nicht drin. Patrick, zeig mir was. Patrick? Scheiß Ball, Patrick. Fritte auf den zweiten. Hahn, Freistoß. So. Ja, das hättet ihr sehen müssen. Ist das draußen. Gewitter? Ja, draußen ist so Gewitter. Und Eli haut gegen die Wand. Ich dachte, das wäre unsere Nachbarn. Ich bin entspannt. Was gucken wir eigentlich? Ey, wir fallen nicht. Das hört sich so an, als wenn ich ihr Bett verschieben. Ist das Gewitter von draußen? Und Eli haut gegen die Wand. Und das, meine lieben Freunde, ist schlau im Leben. Ihr müsst euren Freundinnen so einen, ihr müsst so einen Safety Stick den organisieren. Aber ich habe dich überredet. Safety Stick organisieren, dann macht der das Ganze und du kannst hier sitzen und eure YouTube-Videos, die Sports Highlights oder sonstiges euch angucken. Nein, dann bin ich, der ist kaputt. Da, so. Nee, ich dachte erst, zack. Und gut ist, da werden die Bilder abgeknipst. Funktioniert noch. Ja, eigentlich, sonst hätte ich wirklich ein riesengroßes Problem. Die Investition eures Lebens, der hat meinen Platz jetzt eingenommen. Wir sind jetzt hier im Hotel mit Live-Musik. Und wir haben nicht so viel Hunger, weil wir voll gegessen haben. Und wir brauchen ungefähr... Wir brauchen so 35 Minuten in die Stadt, da hatten wir jetzt beide keinen Bock, schon 22 Uhr. Wir chillen jetzt hier, trinken ein bisschen was, essen ein bisschen was, lassen den Abend ausklingen. Hoffentlich machen die hier noch romantische Musik an, hä? Baby? Ich habe eine verrückte Bestellung gemacht. Ich habe hier so Apfel-Cocktail, weiß ich nicht, mit irgendwas, Gin oder so. Und völlig unpassend nochmal so ein Schoko, ja, so ein Milchshake, Schoko, ich hatte irgendwie Bock drauf. Was ist das? So ein Erdbeeren. Hä? So ein Erdbeer-Limon-Drink. Romantisch. Boah, ich kann gut singen. Hast du gesehen, wie ich den Ton getroffen habe? Jetzt kommt meine Zelle. Jetzt wäre der richtige Moment, oder? Jetzt wäre der richtige Moment. So, wir haben hier gerade einen Call. Also währenddessen sie hier den Schokokuchen weghaut. 4 Kinder würde ich gerne haben, Melina. Natürlich gesund, das ist das Wichtigste. War im Optimalfall 2 Jungs, 2 Mädels. Aber wie gesagt, Hauptsache gesund. Findest du das nicht auch manchmal komisch, deinen Mund so mit einer Stoppserviette abzuwischen? Nö. So. 4 Babys. Und die laufen durch die Gegend und ich chill hier so mein Leben. Ich glaube, sobald du eins hast, willst du keine 4 machen. Doch, will ich. Und dann, wenn die mich nerven, dann schreie ich sie vielleicht ein paar Mal an, aber so harmonisch alles noch ein bisschen. Fahr die immer zu den Spielen, zu den Tanzen, hier Ballett und so eine Scheiße. Das mache ich alles. Irgendwann lege ich das Social Media schwer zur Seite und werde sagen, das war's. Und ich werde ein richtig cooler Papa. Ein bisschen peinlich auch. So ein peinlicher Papa. Du bist schon so peinlich.
Jetzt wird es nochmal ehrenlos. Skippo, das alles entscheidende Match. Letztes Mal war es nämlich Betrug. Diesmal geht es um die Ehre. Letztes Mal habe ich gewonnen und du konntest das nicht einsehen, was für Betrug. Ja. Jetzt habe ich mich gezählt. Nochmal los. Wir machen nicht mehr viel. Wir sind auch ganz schön im Arsch. Ganz Tag unterwegs gewesen. Ist so fast 0 Uhr. Jetzt wird die nochmal eingeschult hier. Und dann wird Peng gegangen. Ah, oh nein. Deine letzten 4 Karten Eli hat waren wieder ein gewonnen. Skippo. Deine letzten 4 Karten. Nein. Und du meckerst. Leute, nein, nein. Ich will was dazu sagen. Das ist Eli jetzt scheiße. Sagt die ganze Zeit, es sind zu wenig Skippos in den Spielen und hat einfach 4 Skippos nacheinander in seinem Haus. 4, 5 waren es, oder? Ja, waren 6. Egal, wenigstens heute steht es nicht mehr rum. Oh, und Nguyen. Und damit kann man jetzt gut schlafen. Damit kann man gut schlafen. Wirklich. Nee, wir spielen noch eine Runde. Oh, und jetzt kommt mein Outro. Sehr gut. Doch, heute war ein toller Tag. Ja, weiter? Also, nimmt sich ein auf? Ja. Oh, nein. Sag ich weiter? Ja, wir waren heute ein bisschen am Strand. Die vielleicht Sports hat heute gespielt. Like da lassen, Abo da lassen. Und kauft euch Karten für den Eli Geller Cup. Sehr gut. Eli Geller Cup Tickets, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, sie hat das ins Outro gemacht. Habt ihr alles gehört? Lasst ein Like, abonniert den Kanal und ihr werdet morgen das nächste Video sehen. Ich glaube, das war so ein Mix aus 2 Tagen. Ey, jetzt ist ja in Berlin, sagen sie ja jetzt, es ist kein Löwe, sondern ein Wildschwein. Jetzt habe ich eine Idee. Ihr ändert euren Anmachspruch einfach. Ihr habt so ein, keine Ahnung, so eine kleine Notlösung. Dann schreibt ihr einfach, ist zwar keine Löwin, aber dafür ist da jemand saugeil.